Okay. Nee, immer Ich noch hau deine rauszufinden. Minotauren um, damit du keine Minotauren-Armee bekommst. Warum hauen die uns eigentlich, wenn wir den Geist befreit haben? Weiß ich nicht. Jetzt muss ich sogar ein Kalb schlachten. Geben Minotauren eigentlich Milch? Weiß ich nicht. Sicher, dass wir hier lang müssen. Ja, so wird's mir angezeigt. Da ist eine Höhlenspinne. Moment, haben wir gleich. Didi. Ja, wofür mache ich überhaupt noch irgendwas? Da ist noch eine Höhlenspinne. Anzünden. Tropft nicht mal was. Bonus-EP. Waren wir hier nicht vorhin auch schon und haben dann Ja, irgendwie, Mittel? das war eine Instanz hier, ne? Genau. Warum ist das jetzt keine mehr? Keine Ahnung. Ist alles kaputt gemacht. Tot. Das ist ein Langhornschaf, lass das in Ruhe. Boah. Das passt zu dir. Da. Da ist ein Aussichtsbaum. Den haben wir aber schon. Ne, haben wir nicht. Da ist ein Aasgreif. Level 2. Peter Adlergreif, aber. Ja, geh doch kacken. Ja, meine Stufe wurde auf Level 4 angepasst. Erster. Komme nicht hoch. Ich sehe da lauter Leute kämpfen. Ja, das ist wieder das Event. So, wo weiter? Da lang. Ich will aber nicht da runterspringen. Spiele mit Fallschaden sind dumm. Ja, 3 Kilometer weit runterspringen macht doch Spaß. Ja, klar. Da auf die andere Seite muss ich. Da ist so ein grünes Ding. Waren wir doch eben auch schon. Was Puls. weiß ich? Ja, mich haut irgendwas. Stirb. Hier, Instanz betreten. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Das wird so sein, dass wir diese Missionen immer so und so machen müssen. Weil das ist ja jetzt meine Geschichte. Ja, genau. Das andere ist deine. Lauf, kleiner Käfer. Also ich leg mich mit Hackfressen an. Bevor ich dir die Beine ausreiße und dich damit totschlage. Wo wollt ihr hin? Kommt her. Also ich finde das schön, dass sie die Stufe hier anpassen, aber das heißt, du kannst mit einem High-Level dem Low-Level nicht helfen. Das ist doch mal gut. Hilfe! Das Lustige ist, ich muss jetzt wieder in diese Höhle rein, wo wir schon waren. Boom. Den Rest schaffe ich allein. Aber Schön. drinnen sind noch mehr Gefangene. Die Söhne Jo, haben sie kümmern wir uns drum. Geschickt. Kein Daher Problem. Wir bringen ein weiteres Opfer da. Ein Jäger wagte sich zu nah heran. Er ja, ist kommt. stark. Ich bin Sein da. Opfer wird uns machen. Ja, kick die ruhig aus meinem Sperrfeuer raus, Papa. Du bist mein Held. Jo. Das war der Plan. Der will was an den Arsch.
Wie hast du die jetzt eigentlich gepult? Die waren draußen. Da, die kamen auf einmal von hinten. Die sind da gespawnt. Die wollen deinen Wumpa. Da ist eine Ratte. Der waren wir doch schon. Ja. Nur nicht in der Instanz. Was hat er denn hier? Auf den Schrein spucken? Klar. Jetzt sehe ich die Menüs und kann sie nicht anklicken. Ich habe aber gar nichts. Bringt den bla 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 bla. Ich muss jetzt zurück in die Stadt. Ja, dann also hier. Verlassen wir doch die Stadt. Wo musst du hin? In die Stadt. Ich muss weiter weg. Ein ganzes Stück weiter weg. Wo dann ist denn ein... Jetzt in die Stadt, ist... weil dann der Cut kommt. Echt? Dann musst du aber sagen, wo lang. Ja, ich gucke gerade. Warte mal. Ja, Stadt. Kann man sich hier keine Wegpunkte setzen? Noch Wegpunkte. Ach, wird mir ja angezeigt. Folgen Sie mir, Mister. Hey. Ob du auch eine geweihte Bärin hast oder hast du nur einen wilden, verfressenen Da war ein leckerer Fisch im Wasser. Ja. Die Frage ist, woher weiß man vorher, dass der lecker ist, wenn man ihn nicht probiert hat? Vielleicht hat man ihn schon probiert. Leute, Volkssagen und so, weißt du? Ah, da ist Kupfer. Du kannst immer wieder dieselben Stellen abgehen. Da ist Holz. Jetzt sind wir sicher wieder merkwürdige Bäume, oder? Keine Ahnung. Bleib weg, du Drecksvieh. Oh, eine Zimtstange. Eine grüne Holzblöcke. Willst du eine Zimtstange? Nein. Kriegst du auch nicht. Alles meins. Ich hoffe mal, dass es hier später Mounts gibt. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch mal eben hier reparieren. Das ist ein guter Plan. Wunderbar, flickt sie mir. Die Geister der Wildnis empfangen euch. Ich bete zu den Geistern der Wildnis. Ja. Sie antworten selten. Ich treffe als Erster. Kann nichts reparieren. Dann hast du nichts kaputt. Habe ich mir auch gerade überlegt. Was machst du da schon wieder? Überleg gerade, ach, da bist du. Du überlegst gerade, wo ich bin. Du hast eine Minimap. Minimap. Dann bist du die Folgenfunktion. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine. Wie in so manchen Free-to-Play-Dingern hier mit /Folgen. Statt irgendwo ein Knopf. Das ist wieder diese komische große Stadt, wo wir uns verlaufen, ne? Nein, jetzt wissen wir ja, wo wir hin müssen. Unten in das große Ding. Dann kriege ich ein großes Schwert, hau dich um und dann ist Sense. Vor allen Dingen wird dir in der Stadt auch angezeigt, wo du hin musst. Wird mir auch draußen. Da habe ich keine grünen Balken, die mir zeigen, geh weiter geradeaus, geh rechts rum, geh links grüne rum. Grüne Balken? Hä? Ich habe hier grüne Pfeile, die mir den Weg zeigen. Nicht. Aber nur hier in der Stadt. Nicht.
Und ich habe schon wieder keinen Sound nach dem Ladebildschirm. Der kommt gleich erst wieder. Manni, Manni, Manni. Dorfbewohner begrüßen. Nein, dann fangen die mit Sicherheit an, mir die Taschen zu labern. Mit Sicherheit. Sind wir jetzt von woanders in die Stadt reingegangen? Weil wir jetzt von unten kommen? Mhm. Ah. Hier fehlt doch irgendwie so diese Shift-Taste. Die will ich die ganze Zeit drücken. Für was? Schnell rennen. Ach so, ja, genau. Okay, da war was. Manni macht wieder Hüpf. Manni, Banni, Hüpf. Komm zurück! So. Gib mir eine Waffe. Riesengroß. Stark. Ich habe euren Zwergenstahl besorgt, Schmied. Und ich habe auch die Leichen der Jäger gesehen, die vor mir kamen. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass die Jotun den Eisdrachen anbeten? Beim Odem der Bärin. Das wusste ich nicht. Ich nehme den Stahl... Aber die Jotun sind euer Problem. Der geht nicht kaputt. Obwohl ich jemanden wüsste, der vielleicht helfen würde. Kennt ihr Erste Galkin? Groß, schön, reist mit einem stattlichen schwarzen Wolf, hat einen der stärksten Schergen des Eisdrachen getötet. Natürlich. Ich habe an ihrer Seite gegen Ishormir gekämpft und bei mehreren Bierräten von ihren Taten singen hören. Sie könnte uns helfen. Ich will ja nicht tratschen, aber man hört, sie habe seit der großen Jagd ein ziemliches Interesse an euch. Interesse an mir? Wieso? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Vielleicht habt ihr sie beeindruckt. Wie dem auch sei, redet mit ihr über diese Jotun. Sie hilft euch sicher. Wo ist meine Waffe? Riesenschwert. Ah, das Klingen des Hammers auf dem Amboss ist Musik. Hier ist aber kein Amboss. Also ich habe dafür jetzt nichts bekommen. Wobei. Hä? Nee. Oh. Hier gab's jetzt nichts. Gebt acht. Okay. Ich soll mit Irsi vor den Toren sprechen. Egal. Das machen wir dann. Vor Jahren habe ich mal die große. Ah, der quatscht mir die Ohren zu. Lass uns woanders hinstellen. Der quatscht mir die Ohren voll. Da. Auf der großen Treppe. Heroisch. Genau. Ja, genau. Sehr heroisch. Ja. Und nach oben gucken. Nach oben gucken. Achso. Da kommt gerade ein Marten sonst was. Nackt. Wir haben es mit den Leuten, die durchs Bild laufen. Genau. Immer dann, wenn wir anfangen oder beenden wollen. Ja, mal wieder zu Ende. Und ihr kennt es ja. Einschalten, abonnieren, favorisieren, liken, kommentieren. Facebook besuchen. Warum sagst du nicht einfach, ihr wisst doch, was ihr zu tun habt? Ja, Leute, denen musst du das immer wieder erklären. Bala zum Beispiel. Ja, aber Bala ist eine Ausnahme. Ja. Auf jeden Fall, wir begrüßen euch hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Und deine komische Kayona Blub hat gerade Facepalm gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.